Ich habe vor ein paar Wochen auf Instagram mein Passfoto gezeigt, mein Perso-Passfoto, ein biometrisches Foto auf jeden Fall und so viele Nachrichten. Oh mein Gott, ein Tutorial zu diesem Look, wie ich es auf meinem Passbild gemacht habe. Und ich habe diesmal richtig reingehauen, weil mein Perso ist abgelaufen, mein Reisepass ist abgelaufen und im selben Atemzug habe ich auch noch meinen Führerschein dann angepasst, weil der war immer noch auf dem alten Namen und das Foto war wirklich schwierig halt auch. Und dann dachte ich mir, weißt du, was ich meine? Ich hoffe, ich kriege es noch zusammen, to be honest, weil ich habe halt einfach reingeballert und weiß leider nicht mehr, was ich genau benutzt habe, aber die Steps, denke ich, sind die gleichen. Foundation, meine ich, habe ich die NARS Foundation genommen, und zwar die Light Reflecting Foundation. Das ist ja die neue von NARS. Als die neu rauskam, habe ich das in einem Hot New Makeup gezeigt. Dann hatte ich eine Co-op mit denen, was immer Bombe ist, und ich liebe diese Foundation. This is this. Auf jeden Fall habe ich gleich, also wenn ich das Video gedreht habe, habe ich vielleicht hoffentlich noch eine Stunde Zeit, habe ich ein Bewerbungsgespräch. Komplett auf Englisch. Denn wir suchen nämlich tolle Leute für uns. Okay, erstmal zack, 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 ausblenden. Ich würde vielleicht nicht eine Foundation nehmen, die zu viel Lichtschutzfaktor hat. Vielleicht nehmt ihr euch für so ein Foto wirklich eine Foundation komplett ohne Lichtschutzfaktor. Weil es kann sein, dass durch das Blitzlicht, ja, das so geistig wirkt, wisst ihr? So zu weiß, dass man dann so krass hell angestrahlt wird. Und dadurch, dass eben mit Blitzlicht gearbeitet wird, habe ich auf jeden Fall mit ein bisschen mehr Schichten gearbeitet. Also ich habe nicht so zu natural Make-up gemacht, aber jetzt auch nicht komplett zugekleistert. Liegt ja auch im Auge des Betrachters. Manche finden ja schon BB-Cream, dass man sich zuspachtelt, deswegen. Ja, so. Next Step habe ich erstmal die Foundation mit dem Beauty Blender so ein bisschen eingearbeitet. Grob erstmal das. Dann habe ich auf jeden Fall konturiert, damit ich ein bisschen Struktur im Gesicht habe, was eventuell durch Foundation oder durch zu krasse Belichtung weggehen kann. Also habe ich da auf jeden Fall ein bisschen was drauf gegeben. Ehrlich, ihr braucht nicht mit dem Applikator irgendwie in euer Gesicht rein, sondern könnt eher mit dem Pinsel arbeiten. Ist oft ein bisschen schöner das Ergebnis. So zum Beispiel. Dann habe ich meinen Pinsel genommen, mit dem ich auch die Foundation aufgetragen habe, und habe damit dann die Kontur ausgeblendet, weil dann habe ich nicht zu viel Farbe. Es verblendet sich einfach ein bisschen schöner. Und das klopfe ich dann so ein bisschen ein. Seht ihr, wenn man gerade ausguckt, dass man dann hier einfach so eine intensiviertere Schattierung hat? Und das ist halt mega durch die Kontur. Und die Stirn. Wenn ich das habe, dann nehme ich auf jeden Fall nochmal den Schwamm, mit dem ich auch die Foundation ausgeblendet habe, und verfeinere die Übergänge zwischen Foundation und Kontur. Jetzt ist es auch nicht mehr, dass die Farbe so konzentriert ist, dass der Schwamm das einfach nur überall hinpatscht, sondern hier kann ich wirklich fein an den Übergängen arbeiten, ohne die Stellen auch zu verschieben, die ich aufgetragen habe. Und ich habe auf jeden Fall mit ein bisschen mehr Intensität gearbeitet, als ich es vielleicht jetzt im natürlichsten Fall machen würde. Also sagen wir, ich schminke mich jetzt für mein Office oder für einen Job oder so. Kommt natürlich auch immer auf den Look an. Aber tatsächlich habe ich beim Passbild ein bisschen mehr, also intensiver gearbeitet. So, ich habe auch ganz bewusst mit der Kontur angefangen. Dann habe ich einen Concealer genommen. Ich glaube, ich habe den L'Oreal Concealer genommen. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber ich meine, dass ich schon Produkte genommen habe, bei denen ich weiß, die funktionieren safe. Moment, bevor ich das mache. Halt, stopp. Nehme mir nochmal einen Klecks Kontur. Nehme mir einen kleineren Pinsel und arbeite das Pigment jetzt erstmal in die Pinselhärchen. Dann habe ich auf jeden Fall noch meine Nase konturiert. Auch das macht ja jeder so ein bisschen unterschiedlich. So an seiner Nase auch angepasst. Bin auch hier rein, also an meinem Nasenrücken. Da, wo meine Augenbrauen anfangen, habe ich so ein bisschen hier reingeblendet. Und die Produkte, die ich benutze, findet ihr natürlich detailliert in der Infobox. Dann ein bisschen entlang hier. So ein bisschen diese koreanische Technik, die ich euch gezeigt habe, in meinem weiß ich gar nicht, in diesem koreanischen Make-up-Tutorial, da habe ich das ein bisschen angewandt. Fand ich nämlich eigentlich ganz geil. Love it! Dann Concealer. Das trage ich dann auf, so wie ich es immer gerne auftrage. Kann hier natürlich ein bisschen anpassen. Hier ein bisschen
Zack. Übrigens, das ist der L'Oreal Concealer, den ich schon seit 2015 oder 2016 habe. Und ich sage ja, der wird nicht alle. Aber jetzt so langsam ist es tatsächlich so, dass ich an den Wänden das Produkt rauskratzen muss. Und selbst wenn ich es mache, seht ihr, wie wenig Produkt auf dem Applikator ist? Dieses bisschen da. Leben am Limit. Wie viele Jahre hat denn der dann gehalten? 7 Jahre. Das Ding ist, ich habe ihn ja nicht jeden Tag benutzt und ausschließlich nur den. Dadurch, dass ich halt auch viel teste, greife ich ja auch zu viel mehr Produkt. Auf jeden Fall erstmal Concealer ausarbeiten mit dem Schwamm. Dadurch, dass ich danach den Concealer aufgetragen habe, kann ich da nochmal so ein bisschen über die Konturlinien gehen, dass sich das da auch nochmal ein bisschen schöner verbindet. Ich mag den Step eigentlich ganz gerne. Dann gucke ich mal, dass ich nicht zu weit mit dem Concealer runtergehe, also dass ich meine Arbeit mit der Kontur nicht kaputt mache. Dann nur mit dem Rest, was auf diesem Pinsel drauf ist, womit ich hier vorhin die Kontur aufgetragen habe, einfach noch so drüber, also ganz leicht, ohne extra Produkt. Dann habe ich loses Puder genommen und habe mir so einen Powder Puff genommen. Bin in das Produkt rein und habe das Puder so ein bisschen in meine Handinnenfläche eingearbeitet und in den Powder Puff. Ich gehe nochmal sicher, dass ich hier auch kein Produkt mehr in den Fältchen habe. Und dann bin ich mit dem Powder Puff in den Concealer und zwar in klopfenden Bewegungen und mit einer leichten Hand. Und versiege jetzt meinen Concealer und verfeine auch nochmal mein Hautbild, weil durch dieses lose Puder und dieses Powder Puff wird das so super, super fein. Ich mache das aktuell wieder so gerne. Ich kriege so heftig Komplimente in real life, weil ich so eine richtige Porzellanhaut dann habe. Aber das liegt auch so ein bisschen an meiner Haut. Toi, toi, toi. An der Hautpflege. Und dieses Einklopfen von dem Puder in die Base ist makellos. Ich schwöre euch, das ist das allerbeste. Ich sollte auch mal so Tools rausbringen. Was sagt ihr? Hattet ihr Schmidt Labs Tools? Und ihr könnt sehen, dass ich komplett über die Stellen fahre, wo ich Concealer aufgetragen habe. Und vor allem so um die Nase herum, wo man ja gerne mal ein bisschen schneller nachschwitzt. Da arbeite ich wirklich richtig rein. Auch hier in meine Nasenflügel. Lachfalten, Kinn. So, zack. Einzementieren. So, mein restliches Gedicht. Dein Gesicht ist ein Gedicht. Ja. Das ist wohl wahr. Also nehme ich das lose Puder, gehe mal gern in die Kappe rein, arbeite das Puder wirklich schön in die Pinselhärchen und dann sette ich damit mein restliches Gesicht. Tupfe das so schön rein. Auch die Kontur. Das kann dadurch sich so ein bisschen versoften, die Kontur, aber da kommen wir nachher nochmal hin. Ich habe wirklich so Stück für Stück, Base für Base gearbeitet. Halt schon so Natural Make-up, aber Natural Make-up, wie wir es zum Beispiel bei den Kardashians sehen, ist halt super viel Produkt und auch super viel Technik. Also es ist nicht so, ach ja, BB-Cream, Mascara, bye. Hell no, das Schicht für Schicht, Produkt für Produkt. Ich lieb's. Und so ein Ausfall, das gilt ja auch ein paar Jahre. Ist so. Oh Mann, ey, ich schwöre, vor allem mein Führerscheinfoto. Junge, 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 also ich sehe aus, das kann ich hier nicht sagen, aber ich habe dafür einen ganz bestimmten Spruch. Ich musste ja meine Maske abnehmen, als ich meinen Pass abgeholt habe und auch die Passfotos abgegeben habe. Also als wir halt ausgetauscht haben, sie so, machen Sie bitte einmal die Maske runter. Und ich dachte mir so, oh fuck, ich war ja gar nicht geschminkt. Und dann bin ich voll snatched auf dem Bild. Die dachte sich auch so, okay, Mäuschen, aber lassen wir es mal so stehen. Base ist auf jeden Fall gesettet, so soll es sein. Was ich dann mache oder was ich dann gemacht habe, ist einen Bronzer aufzutragen, aber ich weiß nicht mehr, ob... Also ich habe auf jeden Fall den Hatice Schmidt Labs Bronzer genommen, of course, liebe es. Ich weiß nur nicht mehr, ob ich Fair oder ob ich Light genommen habe. Ich glaube, du hast Light genommen. Ja, da das ist natürlich farblich schon ein Unterschied halt, ne? Also ich gehe richtig in das Produkt, klopf ab. Der Hatice Schmidt Labs Bronzer ist absolut... Idiotensicher. Wir haben letztens so eine tolle Review bekommen, hat unsere Mitarbeiterin gepostet. Allertollster Bronzer, liebe es, hab mir noch eine andere Farbe gekauft und den Highlighter noch als Support. Ich benutze gar keinen Highlighter, aber es musste sein. Es ist wirklich so anfängerfreundlich, wirklich, da kann man nichts falsch machen mit diesem Bronzer. So hochwertig und so einfach in der Anwendung und das ist absolut das, was es sein sollte und das ist dieser Bronzer. Also ihr könnt sehen, ich klopfe ihn höher als meine Kontur, also ich platziere das jetzt nicht auf meine Kontur, sondern genau darüber. Und ich mache keine wischenden Bewegungen, damit ich meine Base und meine Haut nicht reize, sondern ich arbeite das Pigment sozusagen
richtig schön in meine Haut ein. Und ich habe das alles eher so gehalten statt rund, aber macht euch da keine Gedanken. Es geht vielleicht auch zu sehr ins Detail. Also macht so, wie ihr euch halt einfach fühlt. Und Wärme, hier werde ich immer sehr braun. Sehr braun. Hier werde ich ein bisschen braun. Und habe den wirklich richtig schön in meine Stirn eingearbeitet. Und auch in den Haareinsatz, damit man halt nicht so die weiße Haut dann hat. Dann habe ich auf jeden Fall einen Highlighter aufgetragen. Und zwar ist es der Hattie J. Schmidt Labs Highlighter in der Farbe Light. Das ist dieser hier. Der ist nämlich in Kombi. Der ist allgemein wunderschön. Gerade mit Light. Huch. Perfekt. Meine sehen schon echt übel aus. Auf jeden Fall nehme ich Light mit so einem Pinsel auf. Und das platziere ich wirklich ein bisschen großflächiger. Und arbeite das so in meine Augenbrauen an die Erhebung und ein bisschen hierhin. Also ich mache so ein kleines C, aber mit ausblendenden Bewegungen. Wie schön soft das ist. Nichts, was einen so krass erschlägt, wisst ihr, ich meine. Seht ihr, wenn man mit den richtigen Produkten arbeitet? Man trägt Make-up, aber die Haut scheint durch. Seht ihr, so Sommersprossen, so Pigmentflecken, die ich habe. Weißt du, das macht das alles ein bisschen trotzdem natürlicher. Und der Highlighter und der Bronzer, die haben eine transparente Textur. Das heißt, auch wenn wir aufgebaut haben, die Haut scheint halt durch, was es so schön macht. Ihr kriegt dann nicht so Ekel-Puder-Cakiness. Selbstverständlich mit einem ganz kleinen Pinsel habe ich auch nochmal den Highlighter genommen und einmal hier auf meinem Nasenrücken so ein bisschen akzentuiert. Auch hier habt ihr dann nicht so komische Lines, so Silver Lines und so, wisst ihr, wie ich meine. Könnt ihr machen, finde ich gar nicht schlimm. Jeder, wie er möchte und happy ist. Auf jeden Fall hier am Finger. Seht ihr? Eine Bibbel. Und dann nehme ich den gleichen Pinsel und zwar die Farbe Fair. Das liebe ich. Und das nehme ich ganz klein auf mit dem Pinsel. Nicht so großflächig, wie ich es mit Light gemacht habe. Und das platziere ich wirklich auf die höchste Stelle mit der leichtesten Hand. Seht ihr? Weil das ist dann gleich so wuff. Ich will das ja schon ein bisschen softer halten. Ihr könnt sehen, dass ich mit dem Pinsel nicht mehr so großflächig arbeite, sondern wirklich nur die höchste Stelle. Junge, Junge, Junge. Blush. Ich mische so peachy und so ein bisschen rosa miteinander. Dafür nehme ich jetzt die Farbe und die Farbe. Beides ist nicht super matt. Beides hat ein bisschen Bewegung, aber nichts, was so glittery oder shimmery ist. Wisst ihr, wie ich meine? Also da ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Bewegung und Leben im Gesicht. Also eine perfekte Mitte, finde ich, für so eine Base. Ich bin in beide Farben rein. Somit habe ich nicht einen ganz pinken Blush, aber auch keinen ganz peachigen. Aber auch da, ganz ehrlich, völlig egal. Ich würde jetzt vielleicht nichts nehmen, was zu viel Schimmer hat. Okay, ein bisschen über meinen Nasenrücken. Und auch hier habe ich auf jeden Fall ein bisschen mehr getragen, als ich es eventuell in Real Life machen würde. Wie gesagt, damit die Beleuchtung nicht mein Make-up schluckt und das herauskommt, was ich halt möchte, dass akzentuiert wird. Dann habe ich nochmal meine Kontur hervorgehoben. Wir haben ja die Base jetzt gesettet. Wie gesagt, durch das lose Puder kann es sein, dass die Cream-Kontur, die muss auf der einen Seite gesettet werden und auf der anderen Seite kann es ein bisschen milder sein. Und das hole ich mir jetzt ein bisschen mit dem Puder zurück, wenn man ein bisschen mehr haben möchte. Das sieht jetzt erstmal noch ein bisschen crazy aus. Und zwar nehme ich dafür das von Rodial. Das gibt es leider nicht mehr, aber das ist ein richtig, richtig tolles Konturpuder. Und dafür habe ich einen sehr, sehr kleinen Pinsel genommen, meine ich. Und super wenig Produkt. Das ist halt so ein Puder, das ist sehr, sehr weich. Und ich habe wirklich minimal noch Akzente gesetzt. Also ich klopfe Produkt wirklich ab und arbeite es dann noch in meinem Handrücken ab, damit ich halt nicht so komisch zu viel Produkt habe. Gerade wenn man wirklich ein sehr pigmentiertes Konturpuder hat, wie das hier. Da muss man ein bisschen vorsichtiger sein, finde ich. Dann nehme ich nochmal mein Powder Puff und loses Puder. Arbeite das nochmal so ein und dann cutte ich das hier nochmal so ein bisschen und softe dadurch aber auch nochmal so ein bisschen die Ränder aus. Wenn ihr es so scharf kantig haben wollt. Ne? Also es ist absolut nicht notwendig, aber ich mache es sehr gerne. Gerade für so ein Foto ist es voll okay. Was ich noch gemacht habe, ich habe einen Brightening-Puder genommen, aber nur wirklich minimal, weil Brightening-Puder kann dazu führen, dass man diese weißen
Flecken hat, wenn man mit Blitzlicht arbeitet. Also wirklich, ich würde damit jetzt nicht baken, großflächig oder so. Also ich nehme so einen kleinen Schwamm und gebe mir wirklich das kleinste bisschen hier nochmal hin, damit da noch einmal aufgehellt wird. Also dass es einfach noch ein bisschen gehighlighteter ist und auch nicht für zu lange Zeit. Also wirklich nur ganz wenig. Ich meine, ganz ehrlich, den Look könnt ihr tragen, wann ihr wollt. Mir ist es so wumpe. Ich trage viel, nicht viel. Aber ich habe bei dem Passfoto oder so, oh, ich werde aussehen wie ein Snack. Hab's auch hinbekommen. Okay, machen wir einmal kurz mit den Augen weiter. Da habe ich wirklich nicht viel gemacht. Ich habe die hatte die Schmidt Labs Day Palette genommen, weil sie also auch schwierige Zeiten mitgemacht. Und da nehme ich die Farbe Nebula. Das ist so ein schönes, was soll ich sagen, so ein richtig toller aschiger Ton. Perfekt für super fair Leute auch noch zu konturieren. Aber das ist so die Farbe, die packe ich immer aufs Lid. Auch nur, um so eine leichte Kontur zu schaffen. Wie gesagt, das ist wie eine Konturfarbe für sehr, sehr helle Leute. Und einfach die perfekte Lidschattenbase so zum Ausarbeiten, zum Solo tragen. Also das ist wirklich die Farbe. Sie gibt es nicht mehr. Ja, es tut mir halt auch leid. Ich nehme einfach so einen ganz normalen Lidschattenpinsel, ein bisschen größer, weil ich das auch großflächig auftragen will. Und das habe ich mir überall hingepresst einmal. Also wirklich auch nicht viel, weil ich natürlich schon diesen natürlicheren Look haben will mit eben einer gewissen Kontur im Gesicht. Und genau das gleiche habe ich auch mit meinem Auge gemacht. Das heißt, ich packe mir das Pigment auf mein Lid und blende dann einfach die Reste nur noch aus. Und zwar in die Richtung, in die ich sie haben will. Ich will es ein bisschen ketteeiger haben, deswegen blende ich es eher nach oben und nach außen. Ihr könnt sehen, ich habe keine extra Lidschattenbase genommen, sondern mit den Foundation Concealer Resten gearbeitet, die sich auf meinem Lid angesammelt haben. Und dann zack, ausblenden. Verbinde das so ein bisschen mit der Kontur von vorhin. Okay, here is my passport picture. Das war ein Tag, nachdem ich mir frisch habe wieder die Lippen auffüllen lassen. Und es sieht halt einfach aus wie ein Ballon, love it. I love my Selbstbewusstsein. Okay, dann erstmal die Reste hier weg. Wie gesagt, die sollen überhaupt nicht lange drauf bleiben. Ich gehe auch hier nochmal so ein bisschen über die Kanten. Es ist jetzt zwar versiegelt, aber man kann immer noch so ein bisschen aussoften, wisst ihr, wie ich meine, ohne dass sich jetzt die Form so krass verändert. Alright, dann Augenbrauen habe ich super soft gehalten, das weiß ich noch, weil ich nichts Krasses oder Dramatisches oder irgendwie Veränderndes haben wollte. Erstmal alles ausbürsten. Und dann wirklich einmal nur kurz die Augenbrauen auffüllen. Aber auch da könnt ihr mit einer Pomade arbeiten, mit super viel Gel, völlig egal, so wie ihr eure Augenbrauen auf eurem Foto haben wollt. Ich finde, da kann man nicht wirklich einen Tipp geben. Ich würde jetzt vielleicht auch nicht zu perfekt arbeiten wollen, außer ihr habt sowieso eure Augenbrauenroutine, aber ich würde jetzt nicht so, oh, es muss jetzt heute perfekt sein. Und dann arbeitet man mit so viel Produkt, dass die Augenbraue halt super stark akzentuiert ist. Und dann finde ich, kann so eine Augenbraue auch voll auffallen, gerade wenn der Rest halt sehr natürlich gehalten ist. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe die Huda Beauty Wild Jaguar Palette genommen, diese hier. Und ich habe mir einen super feinen Lidstrich gezogen. Aber sowas richtig, ja, man sieht das noch nicht mal richtig, aber ich dachte, dass ich das hier trotzdem so ein bisschen optisch anhebe. Ich weiß nicht, ob ich schwarz und braun gemischt habe oder ob ich nur braun genommen habe. Ich erinnere mich leider nicht mehr. Aber ich mische jetzt mal braun und schwarz. Und ich habe das hier angesetzt, also genau hier und einmal so hochgezogen. Und diese Fläche, was bei mir runtergeht, also da habe ich es eigentlich nur meinem Auge angepasst, braucht ihr vielleicht auch gar nicht, dass ich das einmal aufgefüllt habe. Und das war schon Kajal auf meine obere Wasserlinie. Das mache ich immer. Dann Wimpernzange und zwar so richtig dolle. Ich habe auf jeden Fall zwei Mascaras miteinander gemischt. Zweite Mascara für ein bisschen mehr Volumen. Lippen. Da habe ich ein Dreierkombi gehabt. Und zwar einmal den Lip Liner hier. Ich habe dann den Lip Liner ausgeblendet. Auch den Step mache ich eigentlich immer. Blendet sich dann immer schön in diese Kontur rein, die ich ja vorhin reingemacht habe. Und dann habe ich einen Lippenstift genommen. So einen schönen Nude Peachy. Könnt ihr natürlich entscheiden, wie ihr es möchtet. Und den blende ich dann nochmal so ein bisschen in meinen Lip Liner. Und on top habe ich mir richtig schön cremigen, rose, braun, milchig,
so ein Lipgloss gegeben. Dann habe ich auch ein bisschen Gesichtsspray genommen, Fixing Spray, dieses hier gibt einfach nur ein bisschen Glow. Und es ist halt sehr, sehr fein, also das ist nicht so patch, 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 aber es gibt halt sehr viel Glow, was ich sehr schön finde. Das arbeite ich dann alles nochmal so schön mit dem Schwamm ein, aber ohne meine Base in irgendeiner Art und Weise zu bewegen. Okay, meine Mascara hat sich hier abgestempelt durch das Niesen. Ich lasse es jetzt trocknen, weil wenn ich es jetzt wegwische, dann wird es einfach nur grau. Und das ist der Look. Ihr könnt sehen, das sieht super natürlich aus, aber ich trage tatsächlich sehr, sehr viel Make-up. Und das ist einfach, dass das Blitzlicht nicht so viel von meiner Kontur verschlingt, sodass man einfach nur ein Gesicht hat, sondern dass da ein bisschen was Snackiges dabei ist. Und das habe ich euch jetzt gezeigt. Also ich hatte dann die Haare hinten, so nach hinten geworfen und habe mir hier hinten so ein bisschen was in Schläfen geholt. Ich habe keinen Schmuck getragen, außer ganz kleine Ohrringe, also so Steinchen. Keine Kette, schwarzer Blazer und das war mein Look. Yay. Ich hoffe, dass ich euch helfen konnte oder ihr eine Idee habt, einfach für einen richtig super glam Look, aber sehr natürlich. Ihr findet hier zwei weitere Videos. Hier könnt ihr mich super gerne abonnieren und supporten. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Reinschalten, sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.